Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Ja, wieder mit Matilda, mit der Matilda. Und ja, heute auf der Map Küste, eine neue Map. Oder ja, halbwegs neu. Und ja, warum ich mit dem Panzer nochmal fahre, weil ich noch nicht wahrhaben will, dass ich mein Gold echt umsonst rausgehauen habe. Weil, ja, ich sag mal so, der Panzer ist jetzt nicht so Bombe. Und ich hätte anderes erwartet. Ich habe auch ein bisschen überstürzt den Panzer gekauft, weil ich fand, er sah einfach ganz cool aus. Und warum nicht? Ich spiele sowieso nicht mehr so extrem, dass ich Premium benutze. Und ich hatte halt noch ausreichend Gold. Deshalb habe ich mir den Panzer einfach gekauft. Und ja, um jetzt zu bemerken, dass es doch nicht so ein geiles Teil ist, wie ich anfangs dachte. Und ja, und jetzt versuche ich noch irgendwie was rauszureißen. Für mich selbst, für mein Ego. Um mir zu sagen, ja, der Panzer ist doch gar nicht so weit von schlecht. Zurzeit, ja. Sag ich mir einfach, ich habe die Crew noch nicht auf 100%. Das kann ja schon dann daran liegen, dass das da ein bisschen schwieriger wird. Oder ist. Oh. Ich stehe sehr offen, ich weiß, aber wir haben sie nicht mal angekratzt. Feuererlaubnis erteilt. Genau so muss das laufen. So natürlich nicht. Naja, wenigstens ein Schuss noch getroffen. Lack. So, jetzt müssen die Artis da mal weg. Ich hoffe, unsere Arti. Ah, ne Su ist jetzt nicht so. Nicht so praktisch. So. Also Damage macht das Teil schon ganz gut. Das macht auch Spaß. Nicht, dass der Reload einfach Porno ist. Das ist genial, wie schnell das Teil nachlädt. Ist der dahinter? Ich hab Angst. Egal. Ich muss sehen, dass er mir von vorne da nicht kommt. Kann ich ihn ja nämlich von der Seite. Er hat nämlich nur 400. Oh fuck, da kommt 920. Lol, ich hab da vorgeschossen. Nice. Die können nämlich hier alle nerven. Ich muss sehen, dass der KV mir gleich nicht von hinten kommt. Shit, 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 shit. War klar. Okay, ich muss eindeutig mal meine Crew skillen. Das ist katastrophal gerade. Das ist das Problem gegen KVs, hat man einfach null Chance. Weil die einfach eine bessere Gun haben, die machen mehr Damage, aber haben die gleiche Schussfrequenz. Was das Ganze sehr schwierig macht. Jetzt muss ich sehen, dass ich hier ein bisschen Druck aufbaue. Weil ich der Letzte bin, ja super. Den schnappe ich mir aber noch. Ja. Das meine ich. Ehrlich gesagt finde ich den Panzer ein bisschen underpowered. Ich meine, gegen KV habe ich damit gar keine Chance. Der macht, glaube ich, bis zu 20 mehr Schaden, hat den gleichen Reload und sogar mehr Durchschlagskraft. Also an sich ist natürlich nur meine Meinung. Ich finde ihn underpowered. Weil, nee. Der hat sogar, KV hat mehr AP. Und so weiter. Können wir mal in die Garage gehen und das Ganze mal vergleichen. Das Match war wieder so ein Fail. So, jetzt zeige ich euch mal überhaupt, was ich da so hab. Ich mache überhaupt gar kein Damage. 8 Gefechte, 63 Win. ETF. So, Forschung. Black Price. Ja toll, ich hab den Black Price hier gar nicht drin. Da muss ich in Nachschub. So, und jetzt den. Super.
Warum kann das da nicht einfach mal stehen bleiben? Naja, es funktioniert wohl nicht. Alle Fahrzeuge, Briten, UD, SSR. Irgendwo muss hier Heavy stehen, ich sehe es nicht. Da. KV1, so. Beide Tier 5. Der KV hat normal 590, aber der mit dem großen Turm kann man wohl bis 640 haben. Er wiegt zwar 17 Tonnen weniger, hat dafür aber mehr Motorleistung und ist automatisch schneller. Drehgeschwindigkeit, okay, die ist sehr viel weniger. Die Panzerung ist beim KV, so wie bei der Matilda, eigentlich gleich, außer dass beim Turm die Front ein bisschen stärker ist. Hier sehen wir mal den Damage. Der hat, ja, 50, 40 mehr, fast 50 mehr Damage. Durchschlagskraft ist beim Matilda besser. Und die Schusssequenz, ja, lol. Das ist wohl noch nicht die dicke Gun. Turmdreh natürlich auch nicht so gut wie bei der Matilda, aber trotzdem. So, jetzt gucken wir uns das mal an mit dem besten Gun, weil das ist ja immer so das Problem. Weil die Premium-Panzer können ja nicht aufrüsten und ja, das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, wenn die Gegnerpanzer bessere Kanonen oder etwas haben. Und in der Tiefstufe, finde ich, zählt schon ziemlich die Kanone, weil, ja, ich meine, man hat sowieso nicht so viel AP. Und ja, hier gibt es einmal eine Kanone, die hat bis 12 Schuss, das ist dann ja nicht die, die wir hier... 26 Schuss, das heißt, die schießt sogar, glaube ich, einen Schuss mehr als, ja... Unsere Matilda hat genauso viel Schaden, lol, aber viel mehr Durchschlagskraft. Also, glaube ich zumindest. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall ist der KV, finde ich, also auf jeden Fall kommt er mir stärker vor. Gegen das Teil hier. Na, Durchschlagskraft ist ja okay. Auf jeden Fall. Habe ich bis jetzt irgendwie immer bei den KVs verkackt. So, Details. So, wir haben den KV1 74 gemacht, dem A20 150, der Su 206 und dem BDR 153. So, Teamleistung, ja, bin der Beste. Eigener Damage 500, ja, das ist doch mal ganz gut, sonst habe ich nicht so viel. Und ja, sogar 7000 plus. Oh Mann. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Erste. Und man sieht sich im nächsten Spiel. Tschüss.